Name kam aus der Luft zu mir. Und er hatte nur ein Auge und ein Horn dafür. Er schob einen Karren und es sah so aus, als wär er oben auf dem Mars zu Haus. Er war der Bumba Zumba Schokoladen-Eisverkäufer. Bumba Zumba Schokoladen-Eisverkäufer. Bumba Zumba Schokoladen-Eisverkäufer von dem anderen Stern. Oh, ich dachte, Junge, das ist gar nicht fein, denn der rennt dir jetzt sein Horn ins Bein. Das tat er nicht und er fragte leis, wie wär's mit einem Schokoladeneis? Er war der Bumba Zumba Schokoladeneisverkäufer. Bumba Zumba Schokoladeneisverkäufer. Bumba Zumba Schokoladeneisverkäufer von dem anderen Stern. Ja, da ging der Kerl bei uns die Straße rauf und begann sogar mit seinem Eisverkauf. Dann rief er jedem schönen Mädchen zu: Hallo, wie wär's mit einem Rendezvous? Er war der Bumba Zumba Schokoladeneisverkäufer. Bumba Zumba Schokoladeneisverkäufer. Bumba Zumba Schokoladeneisverkäufer von dem anderen Stern. Und am Abend sah ich ihn als Ehrengast mit der Monroe tanzen im Tanzpalast. Der Presse sagte er mit Kennerblick: Die Erdenmenschen, die sind weit zurück. Ein Reporter hat es heute früh gewagt, nach der Rückkehr ihn zum anderen Stern gefragt. Da rief er fröhlich im Vorübergehen: Ich finde es bei Ihnen sehr, sehr schön. Er war der Bumba Zumba Schokoladeneisverkäufer. Bumba Zumba Schokoladeneisverkäufer. Bumba Zumba Schokoladeneisverkäufer.